Hallo, Jan von Trailtech Mountainbiking hier. Ich und Eli wollen euch heute mal wieder ein kleines Update geben. Und zwar geht es um die Anmeldung zu unseren Kursen. Erstmal tausend Dank. Wir sind extrem gut gebucht. Das freut uns natürlich sehr. Die ersten Kurse sind bereits voll. Und das füllt sich immer mehr. Da wir kein automatisiertes System haben, was die Restplätze für die Kurse anzeigt, bisher sind wir eigentlich immer ganz gut damit gefahren, konnten euch dann bei Anmeldung, selbst wenn der Kurs schon sehr stark gebucht war, fast ausgebucht war, immer noch Alternativen anbieten. Oder es ist jemand ausgefallen, abgesprungen. Also wir konnten das ganz gut handeln. Wir machen es ab dieser Saison so, dass wir die Kurse als ausgebucht markieren entsprechend und dann die Option Warteliste anbieten. Das haben wir in den letzten Jahren davor im Prinzip auch so gemacht, nur nicht öffentlich. Vorteil für euch ist jetzt, dass ihr seht, okay, der Kurs ist eigentlich schon voll, aber ich komme auf die Warteliste drauf. Das heißt, die Chance ist natürlich dann eigentlich immer gegeben, dass einzelne Leute ausfallen, krankheitsbedingt sich doch für einen anderen Termin entscheiden und so weiter, dass ihr nachrücken könnt, dass ihr in den Kurs auch kommt, den ihr euch ausgesucht habt. Die Warteliste ist ja natürlich jetzt nicht super lang, nicht riesig. Das sind in der Regel so zwei, drei Teilnehmer. So können wir es ganz gut auffangen. Mehr macht keinen Sinn, weil letztendlich jemand auf Platz 5, 6 der Warteliste wird wahrscheinlich nicht mehr in den Wunschtermin reinrutschen können. Wie gesagt, wenn ihr den Termin buchen wollt, der als ausgebucht Warteliste möglich markiert ist, tragen wir euch gerne ein, informieren euch natürlich, sobald sich irgendwas tut. Trotzdem der Hinweis, checkt die anderen Termine, ob es nicht vielleicht doch möglich wäre, vielleicht einen anderen Termin wahrzunehmen. Denn ganz kurzfristig für einen unserer begehrten Kurse sich anzumelden, ist wahrscheinlich dann unwahrscheinlich. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, ist wahrscheinlich dann nicht mehr möglich, so kurzfristig meine ich. Gut. So viel dazu. Wir wünschen euch noch einen schönen Winter, einen schönen Januar. Draußen schneit es mal wieder und ich gehe raus zum Schneeschippen. Bis denn.